Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von RMJS. Ich begrüße dich zurück in die Division 2. Heute mit Informationen zu dem mysteriösen Albtraum-Event, beziehungsweise es hat geheißen im Codename Nightmare. Und hier springen wir mal ein bisschen zurück und zwar in den September. Das war also diese Ankündigung in diesem Trailer zu Codename Nightmare. Wir haben auch hier eine Roadmap gesehen, hier mit Special Event Coming in Winter, dass eben Codename Nightmare kommt, dass mehr Informationen noch kommen werden. Und diese kamen auch, aber was soll ich dazu sagen, aus dem groß angekündigten Codename Nightmare, aus diesem Special Event wurde ein simples Bekleidungsevent. Dieses Event, das kommt am 2. Februar. Das ist eigentlich komplett untergegangen irgendwie. Man hat uns da sonst eigentlich keine weiteren Infos gegeben. Bis auf das, ja, wir haben es nicht geschafft. Corona ist schuld. Wir hatten keine Zeit dazu. Und das war's. Fertig. Hier bekommt man dann Belohnungen. Irgendwelche einzigartigen Outfits, Trophäen, Skins oder sonstiges. Aber wir werden dann sehen, was daraus wird. Aber im Endeffekt, Codename Nightmare, dieses wirkliche Special Event, wie es immer es angekündigt wurde, kommt auf jeden Fall nicht so, wie sie es geplant hatten, sondern es kommt ganz normal in der Season, kommt am 2. Februar und das war's dann wieder auch. Ja, es tut mir sehr leid, schlechte Informationen weiterzugeben, aber so ist es nun mal. Trotzdem, Kommentare, Like, Abo, wie immer gerne gesehen. Und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal.